Mythos Länge der Spanngurte. Wie wird die Länge dieser Spanngurte eigentlich richtig angegeben, gemessen? Was verstehen wir darunter? Oft habe ich Kunden, die kaufen eine Spanngurteinheit. Wir unterhalten uns heute nur über diese zweiteiligen Spanngurte, weil die einteiligen sind da relativ easy im Verständnis her. Bei den zweiteiligen ist Folgendes. Ihr kauft einen Spanngurt, ihr geht ins Netz rein, ihr wollt meinetwegen 2 Meter haben. Dann kauft ihr diese Spanngurteinheit hier als 2 Meter. Jetzt geht es aber darum, ich teile die 2 Meter ja auf. Ich teile sie auf, einmal 0,5 Meter dieser Teil, also das Ratschenende, und 1,5 Meter das Gurtteil, das Losende. Und das zusammen sind quasi im Kauf die 2 Meter, die ihr gekriegt habt. Jetzt ruft mich oft der Kunde an und sagt so, Herr Kühn, Sie haben mich veräppelt. Der Gurt, den hat Ihre Produzentin falsch abgeschnitten. Kann die nicht messen? Ich so, klar, warum? Wo ist das Problem? Was haben Sie gekauft? Ich habe einen 2 Meter Gurt gekauft, aber das Gurtende ist ja nur 1,5 Meter lang. Dann sage ich, ja, ist ja auch richtig. Sie dürfen mir das andere Ende mit 0,5 Meter nicht vergessen. Das schenke ich Ihnen ja nicht. Ne? Das heißt, Sie kaufen ja bei mir 2 Meter gesamt. Ist übrigens auch so angegeben. Also, ja, aber ich habe einen Spanngurt, da steht 2 Meter drauf. Und ich habe den gemessen, der hat 2 Meter. Und hier steht auch 2 Meter drauf. Sage ich, ja, sehr schön. Können Sie gleich mal dieses Teil aussortieren, weil das können Sie nicht verwenden, weil hier muss 0,5 Meter draufstehen. Weil Sie könnten ja im Prinzip hergehen und diese Gurteinheit auch mit dem Gurt benutzen. Und der ist zum Beispiel 4 Meter lang. Aber Sie könnten ja auch diese Gurteinheit nehmen, die ist 6 Meter lang. Und wenn Sie das als Kombination sehen, dann muss immer diese Länge identisch sein mit der Länge, die Ihr Gurtband hat. Sprich, 2, 6, 4 Meter und 0,5 Meter. Weil es ist variabel. Aber es ist nur variabel, wenn die Lastangaben jeder einzelnen Einheit identisch sind. Das heißt, hier zum Beispiel 5 Tonnen, 2,5 Tonnen, 5 Tonnen, 2,5 Tonnen, 5, 2,5, 5, 2,5. Dann können Sie durchmixen. Weil, wer sagt denn, wenn Sie auf dem LKW sind und das hier auf dem LKW rummixen hin und her, Sie haben nur eine Ratsche, dann wissen Sie doch gar nicht, was wozu gehört. Und deswegen gehen Sie jetzt daher und nehmen das richtige Gurtband für die richtige Ratsche, egal welche Länge als Kombination gekauft wurde, und Sie können individuell mixen. Und genau hier gibt es einen ganz großen Mythos der Länge der Angaben, der Angabe der Länge. Wir schummeln nicht, wir schreiben nur das rauf, was reell von der DIN gefordert ist. Und wenn ihr mehr von diesen Mythen hören wollt und wie man die Spanngurte an sich benutzt, hey, nicht vergessen, hier oben gibt es was Rotes, das nennt man Glocke. Dann seid ihr immer up to date und könnt mich auf eurer Reise mitnehmen. Und nebenbei könnt ihr mich auch abonnieren, weil dann habt ich Freude und ihr Freude. Viel Glück euch!